Cincelli, eine 24-jährige Fuchsstute, lässt dich nicht von der Weide holen, steigt beim Führen und reißt dich gerne los. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. So. Es ist so schön. Hier auf dem Paddock ist Sonne, es ist aber auch Schatten. Es ist einfach nur schön. Na süße. So, und das können natürlich auch Faktoren sein, warum sie sich nicht von der Weide holen lässt, weil sie halt einfach weiß, dann gibt es zum einen ja wieder unbewusst Schmerzen, weil kein Pferdebesitzer macht das aus Bewusstsein, sondern es ist häufig Unsicherheit, Unwissenheit oder dass halt Personen mit am Stall sind, die einer unsicheren oder einer Anfängerin Tipps geben, Ratschläge geben, die dann halt ja auch befolgt werden, ganz klar. Komm, Süße, komm. Komm. Ich muss auf jeden Fall noch eine Banane für dich haben, ne? Ja, guck mal hier. Komm her. Ja. Komm her. Komm. So, man sieht, das ist sie, will sie schon nicht. Aber es ist auch nicht so, dass sie unbedingt ganz doof wird dann. Ja, guck mal. Na komm. So, und ich habe es gestern einfach so gemacht, dass ich ihr einen Strick umgelegt habe. Fein. So. Guck mal. Na, komm mal her. Ja, ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Komm her. Ja, guck mal. Ganz vorsichtig. Und das hat nicht unbedingt was mit Boshaftigkeit zu tun. So, und die Geschichte ist ja so ein bisschen, dass sie halt eine Zeit lang mal mitmacht, dann mal wieder nicht, dann auch wieder ganz massiv wird. Komm mal her. So, was wir hier jetzt gar nicht mehr haben, ist wirklich großartig Tränenfluss. Die Augen sind offen. Man sieht, sie hat eine große Nüster die ganze Zeit. Das heißt, die Lymphknoten sind angeschwollen. Sie hat immer wieder Entzündungen in den Augen, immer wieder Erkältungserscheinungen. Und ich tippe einfach wirklich auf ein Bakterium oder ein Virus, der mal in ihr drin war. Da wäre über ein Blutbild vielleicht Auskunft zu kriegen, dass halt einfach entweder noch ein bakterieller Infekt nach einer Erkältung obendrauf gekommen ist und da einfach drin schlummert. Da muss man dann mal schauen. Jetzt mit Trense nimmt sie das Leckerli, aber längst nicht so wie ohne Trense. Und im Anhänger hat sie gestern gar nichts genommen, was ich ihr angeboten habe. Das wäre für mich jetzt so der erste Baustein, wo ich sagen würde, wow, jetzt habe ich aber echt was geschafft. So, pass auf. Wir wollen einmal Anhänger gehen und eine Runde Cross-Trail. Okay? Ja. Mitkommen. Echt gespannt. So, komm her. Na komm. Komm rauf, komm. Ja, fein. Na, komm. Komm mal nicht. Komm. Komm einmal vor, komm. So richtig dran erinnern, dass sie da gestern schon gut draufgegangen ist, kann Cincelli sich jetzt irgendwie nicht. Komm mit rein, komm. Ah ja. Nee, nee. Nee, nee, komm. Ah, haben wir gestern auch gemacht. Ja. Mit ein wenig Geduld
sollte das Problem aber auch in den Griff zu kriegen sein. Ja, du gehst auf deine Seite, ich gehe auf meine Seite, okay? Klasse, super gemacht. Prima, mein Mädchen, toll. So, komm vor. Ja, toll, komm. Geh noch ein Stück, fein. Super gemacht. Klasse. Ja. Ja, was natürlich viel, viel einfacher ist, ist wirklich, wenn vorne immer länger ein Futtertrog ist. Also nicht an die Stange vorne dran gehängt, sondern wirklich ganz vorne. Weil dann können die einfach durchgehen, haben wirklich im Sichtfeld und auch in Nasenhöhe halt was Leckeres zu essen drin. Das ist immer ganz schön. Fein. Siehst du voll. Also, dass die Cincelli in irgendeiner Art und Weise boshaft ist oder, glaube ich, irgendwo sich verweigert hinzugehen aus keine Lust oder aus Dominanz, das fällt mir ganz, ganz schwer, das zu glauben. Weil wer sieht, wie dieses Pferd wirklich schlottert und da trotzdem mit mir reingeht, ich glaube, die kann man mit Begeisterung und mit ein bisschen Ruhe und Sicherheit, glaube ich, überall lang führen. Müssen wir trotzdem machen, Süße. Du kannst ja jetzt nicht für immer hier bleiben, ne? Vielleicht sollte sie das nicht anbieten. Wäre nicht das erste Pferd, was nicht mehr auf dem Anhänger wollte, als es nach Hause ging. Deine Seite gehen. Genau. Geh mal weiter. Ja. Komm her, komm, wir gehen zusammen. Komm her, komm. Ach, klasse, super. Mensch, bist du toll. So eine toll. Ja, ich ziehe nicht. Ja, prima. Guck mal, fast ohne Zittern, nur ein ganz bisschen. So. Toll, und ich finde es richtig toll, sie stürmt jetzt nicht raus. Jetzt fängt sie an. Gut gemacht, na komm. Komm, wir machen mal noch einmal und dann machen wir eine kleine Runde Cross-Trail, okay? Und auch hier, sie braucht wirklich nur ganz, ganz leicht, die ganz leichte Animation hier. Komm. Und weiter vor. Nee, komm vor. Vor, komm. Feiner, super. So, und was immer eine ganz schöne Übung ist, ist zum Beispiel das Stehenbleiben. Hallo. Das Halt. Das Stehenbleiben. Auch ruhig über einen längeren Zeitraum. Gut. So, und dann merkt man, da ist sie denn orientiert nach hinten. Guckt, da hinten wiehert Balu, da sind die zwei Weißen, ist alles kein Thema, solange sie mich nicht umrempelt, wegläuft. Und wenn ich losgehe, geht sie auch wieder los. So soll es eigentlich sein. Cincelli kannte es bisher andersrum. Wenn sie losging, ging es auch für die Besitzerin los, wenn sie nicht losgelassen hat. Toll, ja. Ja, guck mal, hier ist Wasser. Das sollst du nicht so toll finden, habe ich gehört. Bist du hier theoretisch gesehen genau richtig. Darfst du nicht mit Vicky losgehen, weil dann musst du durchs Wasser gehen. Achte hier auf mich. So, dunkler Fleck. Dunkler Fleck. Du läufst mit Vicky nicht in der Hacken. So. Ja. Gut gemacht. Super. So, es ist ja alles neu für sie. Bis jetzt sind noch wirklich keine Probleme da. Bleibt ein bisschen von mir weg. Wo ich jetzt sagen würde, Mensch, sie blockiert jetzt, will da nicht lang oder steigt und reißt sich los.
Habe ich momentan nicht, konnte ich bis jetzt auch noch nicht provozieren, wie man sieht, aber wir schauen mal. Ich entscheide. So ist er fein. Na, klasse. Bleibst du hinter mir? Ja, ja. Ja, guck mal. So, heller Fleck. Heller Fleck, weicher Boden. Toll. Gut, komm her. Ja, ja. Machen wir nochmal. So, komm her. Super. Du musst da schon wegbleiben von mir, ne? Hallo. So, hier. Gut. Gut. Komm her. So. So, siehst du wohl. So, das hier ist immer eine Horrorstelle für viele Pferde, weil hier sind so schwarze Würfel, die wirklich mit weißen Punkten sind. Man sieht auch, dass da Haferreste drauf sind, weil da haben wir Falco dran gewöhnt. So, und was ich jetzt bei der Cincelli merke, ist, dass sie halt wirklich, wenn was ist, sich zu einem hindrängelt. Und das ist natürlich dann eine gefährliche Situation. Du musst wegbleiben. So. So ist schön. Klasse. Cincelli benimmt sich hier nach wie vor mustergültig und läuft mit Ariane durchs Gelände, als hätte sie nie was anderes gemacht. Also klar, sie ist ganz motiviert. Sie ist sehr bodenorientiert. Wenn dunkle Flecken sind, mag sie da nicht draufgehen. Aber dass es jetzt gerade ein Problem gibt, habe ich nicht. Sie ist jetzt empfindlich, was die Fliegen angeht. Da kann man aber, glaube ich, Abhilfe schaffen, entweder mit so einer Ganzkörperfliegendecke oder halt wirklich einsprühen. Und dann hat sie da schon mal Ruhe. Aber sie steht jetzt hier, obwohl sie da unten die Pferde sieht, obwohl es sicherlich langweilig ist. Aber sie macht jetzt kein Gezeter, kein Gehampel, kein Gesteige. Und das finde ich richtig gut. Ja, die sind doof, ne? Na komm. Geh mal zurück. So, komm mal gerade vor. Ja, du kannst nicht einfach durch die Gegend laufen, weil da hinten guckst du dir ja auch alles an, ne? So, komm her. Ja, komm. Ja, komm, ganz in Ruhe. Ja, komm, nimm die Beine mit. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Nein, noch mal vor. Langsam. Nein. Komm. Na, jetzt weiß ich aber, wann du steigst und wann du rückwärts gehst. Hm? Ja, wenn du Druck da unten drauf kriegst. Ja, komm her. So, komm mit. Papa. So, nein. Komm, vor. Feiner, prima gemacht. Toll. Ach, jetzt frisst sie sogar hier drin. Ach, so ist schön. Klasse. Komm. So, und ich glaube, bei ihr würde ich jetzt sogar meine Sicherheitsmaßnahme unterm Kinn wegnehmen und einfach nur an einem Gebiss einhängen. Weil eben gerade hat man gesehen, dass diese Funktion, Druck auf den Nasenrücken, Druck auf den Unterkiefer, sie eigentlich zu dieser ansatzweise massiven Reaktionen bringt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich sie jetzt halt besser von mir wegkriege, wenn diese Funktion nicht da ist. Komm her, wir gehen einmal Richtung Tor, drehen wieder um, fertig. Gut. Super. Gut. Halt. Kommt nichts. Komm mit. Nu sind sie weg. So viel dazu. Bleib hinter mir.
Halt! Super gemacht! Na komm! Ariane will's wissen. Cincelli scheint ihr aber überall hin zu folgen. Er ist ganz eifrig, motiviert, guckt mit gespitzten Ohren, hat wirklich einen guten Schritt. Aber sie lässt sich auch, wenn ich jetzt langsamer gehe, und komm, dann macht sie das auch. Es ist wirklich, komm. Toll, du bist eine ganz tolle, eine richtig tolle. Da rechts ist Balu und Wiat, wir sind vom Hof runter und ja, könnte natürlich noch, oh, eine Mülltonne, guck mal. Ja, und schlimm, guck mal, nicht schlimm, ne? Halb schlimm oder ganz schlimm? So schlimm, dass du jetzt abhauen willst? Nee. Ich glaube nicht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass die auch richtig toll im Gelände zu reiten ist, weil die so schön vorwärts marschiert, mit gespitzten Ohren, aber auch nicht Kopf hoch und unter Spannung, sondern die marschiert einfach jetzt interessiert vorwärts. Klar, wenn es irgendwo einen Punkt gibt, wo sie nicht rüber will, glaube ich aber, dass man das mit ein bisschen Zeit und Ruhe schafft. Ja, richtig angenehm. Ganz angenehm. Ich glaube, es sind viele Schmerzen im Spiel gewesen, viel Unsicherheit und auch Unwissenheit, glaube ich. Aber ich merke auch, dass bodenarbeitstechnisch mit ihr wirklich viel gemacht wurde. Die konnte ich eben über kleine Schritte, große Schritte steuern. Da hat die Besitzerin also richtig gute Arbeit geleistet. Und wenn das in dem Gelände oder sowas jetzt nicht klappt, dann ist es, glaube ich, die Ausrüstung und vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit. Ich meine auch zu wissen, dass drei kleine Kinder mit im Spiel sind. Und wer wirklich als Mama mit einem Pferd hantiert, weiß, dass man immer Mama ist und immer vorsichtig ist und immer im Hinterkopf hat, was passiert, wenn. Und das merken Pferde sofort. Ja, die Cincelli, die hat ja Symptome immer mit Bindehautentzündung, so ein bisschen Headshaking. Sie ist sehr empfindlich auf der Haut. Als sie kam den ersten Tag, war die linke Garnasche ganz wässrig aufgeschwollen, wenn man die angefasst hat. Die Lymphknoten sind ja auch alle leicht angeschwollen gewesen. Und im Raunpen, wenn ich mich ein bisschen dran erinnere, hat sie auch links ganz stark gespeichelt und daraufhin dann gehustet. Ja, und ich musste schon feststellen, dass schon am zweiten Tag die Cincelli gar keine Tränen mehr in den Augen hatte und so vom Ganzen her auch richtig gelassen geworden ist. Und trotzdem hatte sie immer sehr weit aufgestellte Nüstern, egal ob sie jetzt auf dem Paddock stand oder ob wir mit ihr gearbeitet haben. Und das ist heute gar nicht der Fall. Ich habe ihr heute Morgen ein Schmerzmittel gegeben und sie ist noch mal wieder eine Spur ruhiger. Die Nüstern sind ganz entspannt. Da ist nichts mehr aufgedunsen und ich höre auch kein Atemgeräusch. Sie ist schon fast aufdringlich. Na komm, du willst unbedingt vor die Kamera? Dann hole ich dich mal. Und jetzt gucken wir mal. Ich konnte also diese Situation, die mir geschildert wurde, noch gar nicht provozieren. Weder beim Anhängertraining, noch als ich gestern vom Hof gegangen bin, auf dem Crosstrail auch nicht. Klar, wenn sie mal vor was Angst hat, dann rückt sie ganz dicht zu mir. Das kenne ich aber von vielen Pferden. Eigentlich wollte ich heute Walking Mom spielen. Das heißt, ich wollte heute mit ihr ganz stramm marschieren, um zu gucken, wo ist einfach die Grenze, wo sie vielleicht blockiert. Aber die Besitzerin hat mir noch geschrieben, dass sie absolut nicht ans Wasser oder auch ins Wasser geht, auch nicht in Pfützen. Und vielleicht kriege ich da die Situation
die mir geschildert wurde. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt einfach mal probieren. Ja, auf Gefahr hin. Kameramann zieht schon Augenbraue hoch. Auf die Gefahr hin, dass das ein bisschen länger dauert. Aber irgendwie muss ich ja eine Situation kriegen. So, guck. Ja, es kommen einige Situationen quasi dazu. Ich werde sie auch gleich einsprühen mit Fliegenspray. Da habe ich auch schon so einige Dinge erlebt hier, obwohl ich immer denke, die Pferde müssen das doch eigentlich kennen. Ja, und bei der Cincelli ist es ein bisschen unglücklich, weil halt einfach der Besitzerin gesagt wurde, sie hat ein Lungenproblem, sie braucht ganz, ganz viel Bewegung. Ja, als Mutter von drei Kindern ist das mit der Zeit, weiß ich selber, immer so eine Sache. Und von daher sind halt auch Reitbeteiligungen mit dabei. Und ich sage mir einfach, die Cincelli ist 24. Die hat ja einen super tollen Job gemacht. Sieht dabei richtig gut aus. Die Bewegungen sind erhalten geblieben. Und dann sage ich mir, da kann sie doch ruhig die Tage, wo die Besitzerin keine Zeit findet, einfach auf der Wiese chillen. Das ist doch gar kein Drama, weil Husten hatte ich jetzt gar nicht mit ihr. Überhaupt gar nicht. Und ich vermute, dass das wirklich der Speichel ist, der sich entwickelt. Gerade auf der linken Seite, wo auch die Ganasche oder die Wange richtig angeschwollen war, dass sie den im Trab und im Galopp nicht abgeschluckt kriegt und den dann aushustet. Kappzaum erträgt sie nicht auf ihrer Nase. Und bei der Kinnkette hatte ich gestern so das Gefühl, dass das für sie auch zu schmerzhaft war. Da reagiert sie doll. Fein. Ja, komm her. Super. Vielen Dank. Bleib mal stehen. Ja, bleib mal stehen. Kriegst ja was. So. Auftrensen war jetzt viel besser als gestern. Ach, gucke mal. Mal, Vicky hat extra für uns den Platz gestern schön gerade gemacht. Aber sie kam schon und hat gesagt, das war so schwer diesmal. Warum auch immer, ich habe es nicht verstanden. Aber sie hatte gestern mächtig Probleme, den Platz gerade zu kriegen. Guck mal. Also mit Trense mag sie kein Leckerli fressen. Ja, 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 ah, warte. Hast du? Hat sie. Lecker, ne? Ja, ganz viele Frösche. So. Ja, und die größte Gefahr, die ich eigentlich immer sehe, ist gar nicht jetzt steigen, sondern die größte Gefahr, die ich immer sehe, ist, wenn das Pferd zur Seite springt und in meine Richtung. Super, super. So eine feine. Prima, prima, prima. Hm? Na komm. Ist viel entspannter als gestern. Gestern war es auch toll, da war sie richtig motiviert und ist losgestratzt. Ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass sie anhalten wollte. Hm? Das ist ein optimales Lerngewässer, weil man halt eine breite Einfahrt hat. Momentan mögen die Pferde da nicht reingehen, weil der Teich so voll ist mit Kaulquappen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und du? Hm? Du riechst alles, ne? Ja, es ist ja jetzt schon mega laut hier. Man hört es im anderen Teich, wirklich das Froschgequake. Aber wenn die da alle noch schlüpfen, dann weiß ich nicht, dann haben wir hier irgendwie die Invasion der Frösche oder so. Dann wird die nächste Staffel eben nicht The Walking Mom, sondern The Walking Frog. Guck, möchtest du da rein zu den ganzen Kaulquappen? Nee, ne? Wir nehmen lieber ein anderes Wasser, komm. So. Guck mal. Hier, komm mal her. Guck mal. Ja, guck mal. So. Und hier kann man wunderbar dein zweites Pferd einfach mitnehmen. Ja. So, Angst kann sie schon mal jetzt nicht haben, dass sich da was spiegelt oder so.
weil jetzt steht sie da ja auch ganz entspannt. Na komm. Huschi, huschi, komm. Komm, ja, komm. Ha. Komm, ja, komm. So. So, und das finde ich ist noch im Rahmen. Sie muss doch sagen können, Mensch, du, muss ich das wirklich machen? Sie wird jetzt ja momentan noch nicht griffig. Das kann ja noch kommen. Ich versuche mal zu gucken, ob ich sie hier motivieren kann. Komm, mach mal Hintern rum hier, komm. Hintern rum. Wegbleiben von mir, wegbleiben von mir. Ja, so schön, klasse. Komm. Zinzelli zeigt jetzt zwar kein ängstliches Verhalten oder versucht sich gar aus dem Staub zu machen, aber so unbedingt da rein muss sie jetzt auch nicht. So, siehst du wohl, guck mal. Ja. Ja, ja, das hast du dir wohl so gedacht, hä? Kannst dich ins Wasser reinstellen und dann fressen, das kannst du machen. Ja, das kannst du machen. Ins Wasser reinstellen und dann fressen. Ariane stand dir jetzt schon drin. Einer sollte doch für heute eigentlich reichen. Toll. Komm her. Ich glaube, das wird noch was. Fragt sich nur, wann. Na komm, komm, meine Süße, komm. Ja, fein, komm her, komm. Na siehst du wohl, gucke mal. Toll, gar nicht schlimm, ne? So, schau, jetzt warst du schon dran mit der Nase. So, das ist doch schon toll. Richtig, richtig toll. Laut Aussage geht sie an Wasser nicht ran, schon gar nicht rein. Und das ist jetzt ohne großartig losreißen, ohne massiv wehren. Also da haben wir schon ganz andere Pferde gehabt. Und ich muss sie ja jetzt auch nicht mit Hauruck da irgendwie reindrücken und schnell reintun, weil ich möchte doch, dass sie auf Dauer Wasser toll findet, weil Wasser ist toll für Pferde. Umso tiefer es ist, umso schöner ist es für die, weil die halt einfach mal ihr Gewicht von den Beinen runterkriegen. Na komm, einmal noch mit der Schnauze ran und dann machen wir das nachher mit Führpferd. Hm? Komm her, dann nehmen wir den großen Konrad. Ganz toll. So ist es. Hm? Wollen wir noch mal in den Teich gehen, ne? Oder gehen wir einmal vom Hof? Gehen wir einmal vom Hof, ne? Richtig. Ach, ist das angenehm mit den kalten Füßen. Guck mal, hier sind auch voll die wilden Spuren. Hm? Was schuppert dich denn da? Hallo Happy, hallo Falki, Orli, großer. Guck mal, auch ein hellblaues Pferd, Falko. Ja, ich glaube, mehr provozieren kann ich nicht, als auf den Anhänger gehen, ans Wasser ranzugehen. Wir werden nachher noch ins Wasser reingehen. Gucken, ob es da solche Situationen gibt. Aber bis jetzt habe ich, glaube ich, die schlimmsten Sachen gemacht, die für sie schlimm sind. Vom Hof gehen, den Crosstrail gehen, ans Wasser führen, in den Anhänger führen, stehen bleiben. Ich weiß es nicht. Hm? So, willst du noch zur Belohnung aufs Gras? Na komm. Hm, Falko, jetzt kriegst du hier auch noch eine schöne Stute hin. Na komm mal her. Ja. Gut. Kann sie da denn, ach jetzt kommt Vicky. Kann sie da denn nicht in den Teich? Freiwillig wohl eher nicht. Hey Süße. Na? Bist schon fertig? Ja. Ich noch nicht. Kann ich dich nachher noch mal benutzen? Ja. Guck mal, ich wollte mit ihr ins Wasser gehen. Ich war drin.
Sie wahrscheinlich nicht, weil sie ist nicht nass. Vielleicht probieren wir es mal so wie mit Benjamin. Mhm. Du links, ich rechts. Ja. Und wenn das dann voll in die Hose geht, dann müssen wir es halt mit meinem Pferd probieren. Ja. Aber bitte darauf achten, dass das Tor zu bleibt. Der provisorische Zaun hier hält wahrscheinlich kein Pferd ab, hier mal spazieren zu gehen. So. Oh, na super, ey. Das sind immer die besten Arbeitsanweisungen. Sesam, öffne dich. Na, Maxchen. Oh, da fehlt ja noch jemand. Na, hast du unseren Kameramann ausgesperrt? Ja. Wir wollten auch mal ohne Kamera sein. Das ist ja mal schwer möglich. Los, komm her hier. Ganz ernst, gehen die beiden ihren Job heute wohl nicht. Komm, wir machen Dominanztraining. Kein Dominanztraining mehr. Muss ich Klitschko nehmen. Ja, das Training mit Zinzelli fängt an beim Wassertraining. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen soll. Und damit es ein bisschen einfacher wird, ist Campino das Führpferd, nicht ich. Ich sitze nur oben drauf und werde wahrscheinlich Zinzelli auch an einer Longe einfach nehmen und ihr den Weg so ein bisschen zeigen. Und Mama ist dann nur noch als Hilfe so außen da, damit sie nicht schon wieder nasse Füße kriegt. Denn die hat sie, glaube ich, immer noch. Komm, Kamp, wir warten. Hallo! Hallo! Vicky? Ja? Ich habe für dich jetzt das Knotenhalfter drauf gemacht. Das hat so natürlich keine Wirkung. Ja. Ne, aber ich habe mir gedacht, du kannst besser, ohne dass sie was am Gebiss hat. Ne, und ich bin die Notbremse am Gebiss. Mhm. Ich habe nämlich auch den Grund rausgefunden, warum sie so speichelt und warum sie so empfindlich ist. Die hat wirklich Verletzungen auf der Zunge weiter hinten. Und immer wenn sie was frisst, dann macht sie da ja auch wirklich die Zunge immer raus und zur Seite. Mit Trense kann sie sowieso ganz schlecht fressen. Und deswegen möchte ich eigentlich an der Trense so wenig jetzt einwirken, wie es geht. Ne? Auf welcher Seite hast du sie denn lieber? Also wenn du was machst, auf welcher Hand kannst du besser sie führen? Rechts. Rechts, also auf deiner rechten Hand. Gut, dann muss ich auf die linke Hand dann gehen. Nicht? Wichtig ist, dass du nicht dauerhaft ziehst, weil dann zieht sie zurück. Genau, komm, mein Mädchen. Und dann kannst du ja erstmal anhalten. Ne? Guck, dann kann sie erstmal gucken. Michi, Michi. Ja, klasse, super, toll. Und damit der Film nun keine Überlänge bekommt, haben wir hier die Geschwindigkeit mal um das Achtfache erhöht. Und beim nächsten Mal könnte sich Vicky mal einen Westernsattel auflegen und dann könnten die beiden glatt als Horsemanship-Trainer durchgehen. Komm, Mäuschen, komm. Ja. Super gemacht. Gut. Klasse. Prima. So. Na, und du musst sie ein bisschen bei dir halten, so dass du sie ein bisschen in der Mitte behältst. Hopp, hopp. So, genau. Du machst ein ganz bisschen Impulse zu dir hin. Hopp, hopp. Ja, klasse. Komm. Hopp, hopp. Huschi, huschi, komm. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. So schön. So, das funktioniert so nicht. Komm. So schön. So. Brrr. Klasse gemacht. Super. Prima.
Gut. Doch nicht. Na, lass los. Komm. So ist schön. Die beiden hier, die haben gerade den gleichen Gesichtsausdruck. Hm? Ja. Ja, das macht nichts. Ich treibe sie nur ganz leicht und zeige sie, dass sie vorne zu Campi soll. Komm. Ja, fein. Na, prima. Supi, supi. Du kannst sie ruhig loben einmal. Sie macht ja keine Anzeichen mit Ohren anlegen und attackieren. Ja, voll. Ne? Ja. Nein. So. Aber behalt sie bei dir. Ja, genau. Super. So, und jetzt musst du versuchen, mit deinem Pferdchen einen Millimeter weiter zu gehen. Einen kleinen Schritt. Das ist immer das Schwierigste. Okay. So, ist fein. Ganz klein, Kant. Hopp. Super. Und jetzt nimmst du sie auch wieder ein Stückchen mit. Komm. Ja, toll. Super, klasse. Genau, behalt sie bei dir und dann gehst du ganz in Ruhe, bitte. Fein, ganz in Ruhe. Behalt sie bei dir. Behalt sie bei dir. Genau. Gut so. Fein. Und jetzt lässt du sie länger. Lass sie länger, wenn es geht. Und halt. Halt. Schenk doch hier dran. So, und am Gebiss. Oh, toll. Mensch, Donnerwetter. Was ist das denn? Das ist ja wohl mega. So, und die ist ganz empfindlich auf dem Nasenrücken und überall. Deswegen musst du da ganz vorsichtig sein. Campi, komm. Campi, wahrscheinlich mehr als sie. Campi, komm. Ja, super. Weitergehen, ja, toll. Super. Donnerwetter, schön. Klasse. Prima macht ihr da. Toll, mein Mädchen. Gut so. Oh. Toll. Ach, schön. Gut, Vicky. Klasse. Gut, Campi. Super, Sincelli. Jetzt bin ich gespannt. Vicky übernimmt. Mal gucken, ob sie reingeht. Gut. Hier lang, hier lang. Ja, toll. Super, super. Hältst du ein? Ja, das hat richtig super geklappt. Sogar mit Vicky ist sie draufgegangen. Wir konnten die Stange hintermachen. Richtig toll. Sie ist durchs Wasser gegangen. Mega. Ich glaube, die hat sich ihren Feierabend verdient. Ne? Und den kriegst du jetzt auch. Besitzer von Sincelli sind gerade auf den Hof gefahren. Ich bin echt gespannt. Die Besitzerin selber habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Hallo. Perfekt. Hallo Süße. Du stehst da ja lieb. Hallo. Hallo Süße, du stehst da aber ja richtig lieb, ne? Ja, du. Ach, wie schön. Du siehst ja gut aus. Ja, Besitzerin von Sincelli ist heute da. Finde ich richtig gut, weil... Eigentlich muss ich ja mit ihm beiden arbeiten. Soll ich sie sagen, du sagen? Alice, du. Alice, okay. Wir hatten hier nur wirklich ein ganz schwerwiegendes Problem. Wir konnten keine Situation provozieren, wo sie in irgendeiner Art und Weise eskaliert ist. Ja. Wir sind auf den Anhänger gegangen. Wir sind mit ihr ins große Wasser gegangen. Wir sind mit ihr vom Hof gegangen. Dennoch habe ich eine Situation, also ich habe ausprobiert, noch und nöcher, wie ich sie dazu kriege, dass sie forsch wird, wirklich forsch wird. Und es gab nur eine Situation, und zwar hatte ich die Trense drauf und habe eine Kinnkettenfunktion gemacht. Und als ich sie verladen habe, ist sie zurückgezogen und es hat Druck auf Nase gegeben und unters Kinn. Und da konnte ich erahnen, da ist sie panisch geworden. Hat richtig gezittert danach, wie Espenlaub. Aber wenn ich ihr mit Leckerlis, wenn ich ihr mit Gebiss Leckerlis gegeben habe, die sie meistens nicht genommen hat, hat sie danach die Zunge so komisch weit rausgestreckt und ziemlich weit hinten.
sieht man auf der Zunge wirklich eine Verletzung. Ist da drin irgendwas so scharf ist, dass sie sich die Zunge verletzt und dass sie das wirklich macht, wenn sie in dem Moment Schmerzen ja. hat. Ja, macht Sinn. Und dann habe ich alles mir ein bisschen genauer angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr Hilfe habt, was Zubehör angeht, Sattel, Trense, richtige Verschnallung, sonstiges. Also ich habe immer jemanden gefragt, weil ich eine Anfängerin war. Ja. Das wurde dann alles so von jemandem, der sich auskennt, angepasst. Ich frage aus dem Grunde, weil ich das ganz häufig sehe. Ja. Was ich halt gesehen habe, als ich die Trense drauf gemacht habe, ist, dass der Nasenriemen, lass gut sein, wirklich hier oben liegt. Ja, und ja auch okay, das war eigentlich relativ Frage. Und auch hier direkt über die Jochbeingrenze geht. Ja, das wäre zwei Finger breit darunter. Das muss dann irgendwie, weil ich ein neues Gebiss dann gemacht hatte, da habe ich glaube ich noch nicht benutzt. Also sonst, da achte ich drauf, zwei Finger unter dem Jochbein. Und auch nicht zu eng, dass hier noch Platz ist. Dann war das einfach nur, weil ich hatte noch ein neues Gebiss dran gemacht und bin damit noch gar nicht geritten. So. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil ich habe die Trense gar nicht über die Ohren gekriegt. Die muss ich auf beiden Seiten drei Loch länger machen. Hatte ich noch nicht angepasst, hatte ich nur das neue Gebiss dran alles gemacht. Klar. Genau, das ist von der Fliegenmaske. Dieses hier? Dieses Scheuer, beides von der Scheuerstelle, weil ich die Tag und Nacht auf der Weide drauf gelassen hatte. Sie hatte immer Fliegen am Auge. Ja. Genau. Im Raunpennlaufen, Husten hatten wir hier gar nicht. Auch nicht auf dem, wenn es staubt, wenn man über Sand geht oder sowas. Okay. Das Einzige, wo ich Husten provozieren konnte, war im Trab. Ja. Im Trab und im Galopp, im Schritt gar nicht. Und bevor sie hustet, kann man schön auf der linken Seite sehen, wie Speichelschaum kommt. Ja. Das vielleicht kaputte Zunge. Irgendwas muss dafür sorgen, dass die kaputt geht, dass sich da Entzündungsherde einfach verteilen und sie permanent wie so einen bakteriellen Infekt hat. Okay, ja. Das wäre jetzt meine plausibelste Lösung erstmal, die so auf ihre Krankengeschichte passt. Das mit der Trense haben wir jetzt zum Glück geklärt. Ich habe gedacht, Sattel, ich finde den Sattel super. Der liegt in der waagerechten. Der ist gut von der Kammer her angepasst. Ist auch ein schönes Modell. Es hört sich immer nach einem kleinen Aber an, ich weiß. Genau, ich warte noch. Das Einzige, was mich zum Stutzen bringt und was mir erklären würde, warum sie so ungern läuft, einmal die Polsterung anfassen. Überall ruhig. Richtig drücken. Und auch gleich ruhig auch mal drücken. Was spürt man denn da? Also hier ist ja viel Luft drin. Hier gibt es wirklich nach. Und dann wird es hier härter. Mhm. Schon mal eine andere Sattelpolsterung angefasst? Nein. Aha, okay. Okay. So, das ist ja alles gleichmäßig fest. Und dein Sattel ist quasi, als wenn du dein Auto auf blanker Felge fährst. Und wenn du den auf ihren Rücken tust, dich draufsetzt, dann reitest du quasi auf dem nackten Baum, der auf ihrem Rücken, und das tut massiv weh. Ja, das glaube ich. Also, dass sie noch so brav ist, wundert mich ehrlich gesagt. Ja. So würde ich ihn da nicht drauflegen. Mir wurde gesagt, das ist ein Luftkissensattel. Irgendwie das Lüfterkissen wahrscheinlich. Ja. Aha. Ja, das würde denn Sinn machen, wenn Luft drin ist. Fakt ist ja nur, wenn man Luft, sage ich mal so, wenn ich einen Luftballon habe und ich drücke den an einer Stelle zusammen, dann geht die Luft an eine andere Stelle. Ja. Sehe ich das korrekt? Also gibt es woanders Druck von der Logik her. Das ist ja wirklich jetzt ein Ding. Zu wenig, nicht? Es muss ja werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ja nichts. Das ist ja kein Schutz. Gar nichts. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, auf die Idee wusste ich selber auch überhaupt nicht. Wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Okay. Ja, ja das ist ja... Ansonsten, wie gesagt, selber gefühlt, würde ich halt so in der Form jetzt nicht drauflegen.
Wir hatten hier halt, das muss man immer so ein bisschen gucken, ich habe probiert, alles zu provozieren, um diese Reaktion zu kriegen. Haben wir nicht geschafft, also muss ich immer überlegen, was ist hier anders als vielleicht in eurem Stall. Ich muss aber dazu sagen, dass ich gestern ein Schmerzmittel gefüttert habe. Ja. Und damit hat sich ganz grundlegend noch mal wieder was geändert. Okay. Zum Positiven. Mit Schmerzmittel gestern frisst sie Leckerlis mit Trense. Sie hat keine Zitteranfälle mehr, gar nichts mehr. Eindeutig. Das heißt also, dass sie vom Grundsatz her irgendwo plagt sie was. Ich gehe davon aus, dass das da vorne ist, weil das ist die einzige Kontaktstelle, die ihr auch habt, wenn ihr spazieren geht. Am Halfter oder mit Trense oder mit sonst was. Von der Figur her so ist, so klare Beine, natürlich bis auf so ein paar Mankos, aber ganz ehrlich, topfit. Ganz tolles Pferd. Im Maul wirklich was zu finden ist, ja, und man vielleicht auch mal ein Blutbild machen, ja, lässt, ja, dass man guckt, sind da Entzündungswerte irgendwo, was für Bakterien könnten es sein. Und dann kann man vielleicht auch diese Sachen mit den Augen abstellen. Ja. Ne, weil es muss ja irgendwas von innen sein, wenn es gar nicht besser wird. Ne, und ich konnte es nur erahnen, dass da in der Mitte richtig eine Wunde ist. Ich, ja, konnte nicht sehen, ob sie frisch ist, ob sie alt ist. Aber das hat man in diesem Rausschlängeln gesehen. Ja, genau. Das war ja auch immer, ne, wenn ich mit Gebiss geritten bin, ja, habe ich ja auch gemerkt, dass was nicht stimmt. Und der Zahnarzt sagt halt, es ist ein Backenzahn, zwei sagten das unabhängig voneinander, der ein bisschen wackelt, oben links. Links würde ja, ja auch passen, hm, aber in dem Alter würden Sie da den nicht rausnehmen lassen. Könnt, so, also diese sagen, losen Backenzähne, die können richtig viel Ärger machen, weil dann natürlich auch Schmutz, also ja, Futterreste reinkommen in diese Zwischenräume, ja, und dann haben wir das Problem schon mit den, ja, Bakterien. Genau. Ich habe mir eigentlich so vom Gefühl, dachte ich auch immer, okay, aber irgendwie stört es Sie ja vielleicht doch, auch wenn es, ja, mit 24 in Ordnung ist, aber ja, das ist ja links da an der Stelle. Ja. Und links hat sie mit der Zunge ja auch immer dahin gezeigt. Ja. Beim Reiten jetzt mit Gebiss. Ja. Na, also man versucht, sie, das merkt man auch, wenn man ihr was zu fressen gibt, dann versucht sie da irgendwie wieder was wegzuholen. Es ist natürlich vollkommen richtig. Es kommt drauf an, manche losen Zähne kann man wirklich ziehen, andere müssen wirklich operativ entfernt werden. Und da kann ich mir vorstellen, ist wirklich dann mit 24 überlegt man sich das, ob man denen das zumutet. Ne, oder ob man das wirklich mit Schmerzmitteln so lange überbrückt, bis dann irgendwann ein anderer Schritt kommt. Okay, weil eigentlich so kann sie damit ja nicht leben, wenn er auch immer. Nein, wenn immer diese Entzündungen und Bakterien sind, vielleicht gibt es aber auch, das müsste man mal den Tierarzt fragen oder eine Homöopathin oder wen auch immer, einfach eine Vertrauensperson, dass man mal fragt, Mensch, loser Backenzahn, sie hat immer mit der Augen zu tun, es tut ihr wirklich weh, kann ich wirklich nur Schmerzmittel geben oder gibt es vielleicht ein Antibiotikum, sonstiges, aber es ist ja auch nicht korrekt, weil die Ursache ist ja noch da. Ja, so viel kann man ja gar nicht machen. Also wie gesagt, diese Reaktion, die ihr da habt, entstehen, glaube ich, aus ganz anderen Dingen. Okay. Aber nicht, weil sie nicht mitarbeiten will. Okay. Dann hätte sie hier wirklich alle Gründe zu gehabt. Ich war richtig zufrieden, dass sie mich nicht als dominant angesehen hat. was ich gemacht habe, ist, die ersten Tage habe ich das ja noch nicht gesehen mit der Trense, mit der Zunge. Ich habe diese Arbeit wirklich mit der Trense gemacht, ja, weil ich ja im Kopf hatte, sie setzt sich ein, sie reißt sich los. Ich habe es jetzt heute zum ersten Mal mit Knotenhalfter gemacht, ja, weil ich gedacht habe, wenn ihr wirklich eine Situation zu Hause habt, dass sie nicht von der Wiese kommen will, ja, oder dass man, das sind ja Situationen, die haben damit nichts zu tun, müsste ich mal fragen, wie ist sie denn eingestellt? Ist sie in einer großen Herde, ist sie in einer kleinen Herde? Im Sommer, jetzt gerade sind es, glaube ich, 10 Pferde. Also es gibt diese Weidezeit, in der die sogenannten Sommergäste kommen. Ach, und die kommen dann einfach mit rein? Die kommen dann, ist eine feste Gruppe im Winter. Ja. Und im Sommer kommen dann die Pferde dazu, die unsere, ja, Stallbesitzerin aussucht, auswählt. Ja. Guckt auch immer, dass die Gruppe passt. Weil das ist ja auch wieder ein Unterschied. Ich gucke immer, was ist da so und warum ist sie hier so. Hier ist sie jetzt ja nun, sie zeigt gar keine Klebeanzeichen. Sie steht jetzt seit 2 Tagen alleine, ganz alleine, weil
das andere Pferd vorgestern abgeholt wurde. Gästen, wenn sie ein ranghohes Tier ist, dann hat die immer Rangkämpfe mit sich selber. Und wenn du sie wegholst von der Herde und es sind andere Pferde da, die ihr den Rang streitig machen wollen und sie kann ihn nicht verteidigen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sagt, ich gehe hier nicht weg. Ja. Ja, und ich hatte sie ja auch eine Zeit lang schon mal alleine in einer Paddockbox stehen, als sie sich nach der Griffelbein-OP regenerieren musste. Das war 2 Monate. Alle anderen Pferde waren draußen auf der Weide auf dem Paddock. Sie stand allein und hat es super gemacht. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie das ehrlich gesagt genießt. Ja. Also Winter ist ja eher so nicht ganz die fruchtbare Zeit von den Pferden. Vielleicht wäre für mich auch wieder was, wo man vielleicht in den nächsten Wintermonaten mal drauf achtet. Sie steht ja, glaube ich, draußen auf der Wiese ganz tags und auch nachts. Oder kommt sie rein? Im Winter nicht, da ist sie auf einem Gruppenpaddock. Mhm, aber jetzt zum Herbst hin und sowas steht sie noch auf der Weide. Es könnte sein, dass das gar nicht unbedingt rossebedingt ist. Was ich hier ganz häufig habe, ist, dass die Pferde Blasenentzündung haben. Okay. Und dann auch so ein Verhalten zeigen. Okay, ja. Zum Beispiel, und wenn ich mir jetzt überlege, in den Wintermonaten, eigentlich sind ja eher Frühjahr, Sommer, so die Rossezeiten. So, und im Winter ist es eigentlich ganz häufig so, wenn die denn die kalten Tage kommen, die nassen Tage kommen, die regnen durch und dann haben sie es schon. Okay, sie hatte da auch nämlich 2 Koliken innerhalb von 3 Wochen. Und dann wurde mir gesagt, das sieht aber eher wie Unterleibkrämpfe aus, nicht wie Magen. Ja. Ich kann es nicht differenzieren, ich weiß es nicht. Schmerzmittel hat sie auf jeden Fall bekommen, hätte sie ja bei, egal welche Ursache, Kolik, dann hat sich es beruhigt. Aber das hatte sie die letzten Jahre noch nie. Hinkommen, weil das ist dann gerade die Zeit. Okay. Ne? Dann kommt die kalte Zeit, die nasse Zeit, die sind vielleicht eine Nacht draußen, da hat es dann vielleicht geregnet. Ganz viele sagen, um Gottes Willen, das sind robuste Tiere, ja, es waren mal robuste Tiere, sage ich mir. Also sollte ich sie vielleicht auch eher eindecken? Ich decke sie nicht ein, weil sie so ein dickes Teddyfell hat und ich dachte, vielleicht kommt, aber vielleicht sollte man... Ich habe meine immer eingedeckt. Ja. Sobald es kalt wird. Dann sollte ich das mal dann ändern. Das würde ich machen, und wenn sie ein ranghohes Tier ist, dann ist auch nicht die Gefahr so groß, dass man jede Woche eine neue Decke kaufen muss. Ja. Ist manchmal schwer, das durchzusetzen, weil es noch ganz viele gibt, die immer sagen, um Gottes Willen, da passiert doch nichts, es ist doch Natur und dies und das. Aber das sind halt nicht mehr die Naturpferde. Ja, ist einfach nicht mehr so angepasst. Das sind ganz neue Erkenntnisse. Und mir wurde auch von 2 Personen gesagt, naja, reiten, ich sollte mich dann nicht wundern, wenn sie komisch würde. Sie hätte massive Probleme im Lendenwirbelbereich. Was denken Sie zu dem Thema? Ich glaube eigentlich gar, also sie sieht so gut aus. Natürlich wird die Probleme haben. Ja. Dass man aber gar nicht mehr reitet, jetzt bei den Gewichtsverhältnissen, glaube ich, ist das kein Problem, wenn der Sattel anders mit dem ist. Angepassten Sattel, genau. Und dann, wenn hier vorne die Schmerzen abgestellt sind, so, weil ansonsten macht es keinen Spaß und mit Schmerzen im Maul geht es gar nicht. Ja. Ich habe ja auch gemerkt, dass sie dann gar nicht mehr wollte. So, das Einzige, was ich halt hier gemerkt habe, ist, dass ich glaube, dass sie ein bisschen schlechter gucken kann. Ja. Das haben aber auch viele Pferde im Alter. Das hat meiner jetzt auch, weil sie reagiert so auf die Bodenunterschiede, wenn es mal dunkel ist, wenn es mal hell ist, manchmal. Und das konnte ich so bei dem Video erkennen, wo ihr spazieren gegangen seid, wo sie dann plötzlich stehen bleiben wollte und ihr aber weitergehen wolltet. Ja, ja. Hatte ich hier jetzt auch. Lässt man sie einfach mal kurz gucken, geht sie einfach weiter oder geht entspannt drumrum. Ne, du kannst natürlich auch provozieren und da hochgehen, an den Pferden vorbei und wieder zurück. Aber die ist so aufmerksam. Halt. Klasse. Super. Und vielleicht kannst du auch selber durchatmen, dir die Gegend angucken, Spaß haben. Ja, es ist ganz neu. Oder warum gehst du spazieren? Ja, genau deswegen wollte ich es eigentlich. Das ist nur Falco. So, und auch das ist halt normal, ne? Ja, jetzt drehen wir nochmal um. Super. Okay. Ne, und was für mich immer ganz wichtig ist, dass dieses Halt
mit einem Ausrufezeichen ist. Ja. Und nicht mit einem Fragezeichen. Ja, okay. Hi. Und zurück. 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 Komm. Super. Klasse. So, und ich kann mir vorstellen, wenn ihr so eine Situation habt, dass sie nicht von der Wiese weg will und du vor ihr bist und sie zuppelst, ja, dann gibt es Stress in ihren Schmerzgebieten. Ja. Bleibst du aber auf dieser Höhe und hast eine Gerte in der Hand, ja, könntest du jetzt mit deiner linken Hand sie ganz leicht hinten weitertreiben. Ja, ja, ja. Halt. Super. Super. Was sie ganz toll findet, ist, wenn man sie so am Genick massiert und so. Klasse. Ja, dann gehen wir doch mal nach oben. Tina? Einmal noch mal zurückkommen. In dem Moment, wo die schon mit der Schulter schon vorbei ist. Ist zu spät. Ist es eigentlich schon zu spät. Okay. Also ich achte wirklich darauf, dass ich sie da sofort, genau, und wieder umdrehen. Ging ja nur um den Weg, weil sie weiß, es geht jetzt da Richtung Stall. Lass sie noch mal langsamer. Wird das so, und jetzt einfach darauf achten, wenn sie zu schnell wird, einmal mit der Gerte an ihre Brust oder sowas. Okay. Oder einmal eben, ne, weil jetzt lümmelt sie sich schon vorbei. Zurück. Fein. Ja, super. Feines, ja, Hörtchen. Das muss ich alles jetzt, ich muss ja auch jetzt wieder so ein Vertrauen reinbekommen. Ich war natürlich selber schon jedes Mal auch so ein bisschen angespannt und bin mit einer ganz anderen Dynamik rangegangen. Ja. Das hat man eben gesehen. Auch, ja, auch zu viel, ja weil ganz, muss das jetzt auch erstmal lernen, dass das vielleicht auch anders sein kann. Mal gucken. Leicht touchieren. Fein, na prima. Komm hier, komm. Hier, komm. Ach so, da ist jetzt Fressen drin. Ich würde mir einfach überlegen, sie ist ja eine ältere Dame, die freut sich, glaube ich, wenn du keine Zeit hast, einfach bei ihren Kumpels auf der Wiese zu bleiben und nicht jeden Tag irgendwas das zu machen. Das tun uns auch gut, wenn der Druck ein bisschen raus ist. Ja. So hatten wir uns das eigentlich auch vorgestellt. Na, und wenn es wirklich hier durchkommt, ja, dass die Lunge da Schaden hat und man kann aber an der Backenzahnsituation aus Risikofaktoren nichts ändern, muss man halt den Symptome behandeln, ja, wenn es ja so ist. Ne? Und ich würde ihr da ein bisschen drüber weghelfen. Nein. Ja. So. Ja, ne? Das sind so ganz kleine Schritte. Ja. Ne? Ja. Das ist ganz zu Anfang, muss man darauf achten, weil sie wird natürlich fragen, meinst du es jetzt wirklich ernst? Genau, sie kennt es von mir ja dann auch, ne, nicht, dass ich damit so umgehe, genau. Bei mir weiß ich, ich meine das ernst, ne? Obwohl ich gar nicht dominant bin. Wunderbar. Zwei Tage nach der Abreise erhielt Ariane eine Nachricht von der überglücklichen Besitzerin, dass sie mit Cinzelli zu Hause einen langen und entspannten Spaziergang machen konnte und sie völlig baff sei, was die paar Tage auf Hof Eicheneck mit ihrer Stute gemacht haben. Und sie bereits einen Termin in der Tierärztlichen Hochschule Hannover für ihre Stute vereinbart hat, um die Zähne zu kontrollieren. Wie sich dort herausstellte, lag ein enormer Zahnbefund vor, der eine stationäre Aufnahme und eine OP nötig machte. Cinzelli hat diese aber gut überstanden und kann seither wieder kraftvoll zubeißen, frisst gut und lässt sich auch wieder in leichter Anlehnung und entspannt reiten. Auch der Sattel wurde neu gepolstert und Cinzelli lässt sich seitdem auch gerne wieder von der Weide holen. Sie kommt sogar freiwillig, wenn Alice sie ruft. Vor ein paar Tagen ist Cinzelli dann auch noch in eine Offenstallanlage umgezogen, in der sie nun mit 5 weiteren Senioren zusammen leben kann. Und auch der erste Spaziergang in der neuen Umgebung hat beiden offensichtlich viel Freude gemacht. Wir wünschen den beiden noch viele wunderbare Jahre zusammen und freuen uns, wenn wir mal wieder was von ihnen hören. So come closer.